Wir kommen zurück zur Wechselwirkung eines Elektronenstrahls mit Materie. Wir haben die Möglichkeit, dass die Elektronen elastisch zurückgestreut werden. Die Elektronen können inelastisch zurückgestreut werden. Bei sogenannten Senektärelektronen haben sie eine geringere Energie als der primäre Elektronenstrahl. Es können OG, alternativ Röntgeneffekte, ausgelöst werden, die uns dann Informationen liefern über die chemische Natur der Oberfläche. Ein weiterer Effekt ist die Kathodolumineszenz. Wenn wir Elektronen, zum Beispiel mit 1000 Elektronenvolt, auf eine Probe schießen, dann haben diese Elektronen eine de Broglie-Wellenlänge von nur 40 Pikometer und sind damit in der Lage, viel, viel kleinere Strukturen sichtbar zu machen als etwa Licht. Hier haben wir ein klassisches Elektronenmikroskop. Wir beschießen die Probe mit Elektronen, rastern die Probe mit diesen Elektronen ab und untersuchen entweder die Rückstreuelektronen oder die Sekundärelektronen. Wir erhalten damit Informationen über die oberste Schicht. Wir können außerdem die Röntgenstrahlung vermessen, man nennt das Mikrosonde. Damit haben wir Informationen über die chemische Struktur der Oberfläche. Hier haben wir schematisch das Bild eines Rasterelektronenmikroskops. Von der Kathode kommen die Elektronen, werden gebündelt auf die Probe. Wir analysieren die Sekundärelektronen, wir analysieren die Rückstrahlelektronen, um ein Bild der Morphologie der Oberfläche zu erhalten. Wir analysieren die Röntgenstrahlung, um eine Aussage über die chemische Zusammensetzung der Oberfläche zu haben. Je nachdem, ob wir die rückgestreuten Elektronen oder die Sekundärelektronen untersuchen, bekommen wir verschiedene Informationen. Die elastisch gestreuten Elektronen stammen aus einem recht großen Volumen der Probe. Das bedeutet, wir haben eine relativ geringe laterale Auflösung. Wir haben aber einen sehr guten Materialkontrast, denn die Intensität hängt sehr stark von der Ordnungszahl des streuenden Elementes ab. Die Sekundärelektronen hingegen stammen aus einem sehr kleinen Volumen. Das bedeutet, Bilder, die damit aufgenommen wurden, haben eine recht gute Auflösung. Hier sehen wir zum Vergleich ein Rückstreuelektronenbild und ein Sekundärelektronenbild an derselben Probe, während das Sekundärelektronensignal ein sehr kontrastreiches Bild mit hoher Auflösung liefert, liefert das Rückstreuelektronensignal eine deutlich geringere Auflösung, aber wir haben zusätzliche Informationen über Elemente mit hohen Ordnungszahlen, die hier als helle Punkte erscheinen. Die Aufnahme einer Oberfläche im Rasterelektronenmikroskop erfordert im Allgemeinen eine Vorbehandlung der Oberfläche. So muss die Oberfläche leitend sein, damit sie sich nicht durch den Elektronenbeschuss auflädt. Dies kann man erreichen, indem man nicht leitende Proben mit einer dünnen Goldschicht bedampft. Wir sehen hier drei Aufnahmen von optischen Datenträgern, die im Rasterelektronenmikroskop entstanden. Sie erkennen die Auflösung dieser Bilder, die im Nanometerbereich liegt. Derartige Bilder könnte man niemals mit optischer Mikroskopie erhalten. Sie sehen die Größenordnung von Infrarotphotonen, roten Photonen oder blauen Photonen. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen können zum Beispiel Morphologieunterschiede vor und nach einer Plasmabehandlung deutlich machen, wie hier bei diesem PMMA. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen können nicht nur Fehlstellen in Lacken erkennen, sie können auch diese chemisch analysieren, wenn wir unseren Elektronenstrahl auf diese Probe richten und das Röntgenspektrum auswerten, können wir genau sagen, von welchem Element diese Fehlstelle herrührt. Hier sehen wir das EDX-Spektrum einer Linsenbeschichtung im Transmissionsmodus. Sie sehen im einfachen Transmissionsmodus einen Kontrast, aus dem man die Schichtdicken ablesen kann. Wenn wir mit der EDX-Sonde auf die verschiedenen Schichten fokussieren, können wir auch eine Aussage machen über die Elemente,
die vorliegen. Bei der Elektronenmikroskopie wird die Probe mit Elektronen abgerastert. Wir detektieren Rückstreuelektronen, Sekundärelektronen, Röntgenstrahlen. Die Auflösung liegt im Nanometerbereich, die Vergrößerung bis zum Faktor 900.000. Primärelektronen von 100 bis 30.000 Volt werden verwendet. Wir haben eine sehr gute Tiefenschärfe, wir können Chemical Imaging betreiben. Wir müssen allerdings im Ultrahochvakuum arbeiten und müssen die Probe vorbehandeln.